Der bekannte Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Musiker und Literat Bernd Ježek war wieder einmal zu Hause zu Gast. In seiner Lesung präsentierte er Besinnliches zur Weihnachtszeit. Ich liebe diese großen Firmenweihnachtsfeiern mit mindestens 150 Leuten. Weil Anfang November setze ich mich nämlich jedes Jahr ans Telefon, rufe die Betriebsräte von den großen Firmen an und erkundige mich, wann und wo heuer die Weihnachtsfeier ist. Ich kann nämlich, sage ich immer, auf einer singenden Säge zweistimmig Stille Nacht spielen und ich möchte gern bei Ihnen auftreten. Dieses Angebot wird zwar immer dankend abgelehnt, das ist eh gut, weil ihr kennt das eh nicht, aber dafür füllt sich mein Terminkalender mit Weihnachtsfeierterminen. Mindestens 6 Wochen lang bis zum Heiligen Abend und manchmal bis Silvester jeden Abend eine große Weihnachtsfeier mit Aperitif, 6-gängigen Menü oder am Mörderbuffet, Freibier, Wein, Cognac, Zigarrl, alles gratis, alles auf Firmenkosten. Weil diese Firmen nämlich so groß sind, dass keiner weiß, wer der andere ist und somit kein Mensch checkt, wann ich mich mitten reinhaue und so tue, als wenn ich dazugehöre. Auf diese Art und Weise habe ich und checkere ich bis Jahresende vom Feinsten, ohne einen Cent zu becken. Bei meinen ersten Firmenweihnachtsfeiernbesuche habe ich noch Schiss gehabt, dass ich bei Tischgesprächen über firmeninterne Themen durch meine mangelnde Sachkenntnis auffallen könnte. Manchmal weiß ich ja gar nicht, welcher Branche ich gerade meine Kulinarik verdanke. Aber schon nach kürzester Zeit habe ich mir ein flexibles Satzrepertoire zurechtgelegt, mit dem ich bei jedem Disput glänzen konnte, egal ob es sich um Autozubehör, Pharmaprodukte, Computeranlagen oder Zwergpudel handelt. Zum Beispiel mein Satz: Was unser technisches Know-how betrifft, kann sich die Konkurrenz sowieso brausen gehen, wird immer mit zustimmendem Kopfnicken bedacht. Und wenn ich sage, das Konjunkturtief haben wir durchtaucht und jetzt schwimmen wir bald wieder oben auf, herrscht allgemeine Begeisterung. Werfe ich folgenden Satz in die Runde: Die Computertechnologie wird noch vieles ändern, aber bei uns kommt es immer noch auf den menschlichen Faktor an. Dann gelte ich sofort als brutal human-progressiver Jungmanager und werde mit Herr Doktor angesprochen. Hin und wieder gerate ich in eine Gesprächsrunde, bei der ich allerdings überhaupt nichts mehr verstehe. Für diesen Fall habe ich mir folgenden Rettungssatz zurechtgelegt. Entschuldige, Frage, stimmt es, dass die Neue ein Verhältnis mit dem Prokuristen hat? Dieser Satz stimmt im Grunde für jede Firma und bringt das Gespräch schlagartig auf ein Thema, das alle begeistert sich den Maul zerreißen und mich in Ruhe essen lassen. Nach dem Essen begebe ich mich üblicherweise in die Küche, lobe den Küchenchef in höchsten Tönen und verspreche in Zukunft sämtliche Tagungen und Firmenfeiern hier abzuhalten. Und dann versuche ich noch ein paar Langusterl und Hirschsteaks, Weihnachtskeks sowie 2, 3 Flaschen Bordeaux für den Seniorchef einzupacken. Auf diese Art kann ich mir einen schönen Vorrat für die Nachweihnachtszeit zulegen. Wenn mir fad ist, bitte ich den Koch, er möge doch auf das plötzlich aufgetretene Magenleiden des Marketingchefs Rücksicht nehmen, bevor sich der beschweren kommt, warum er als einziger wie ein Magenkranker nur eine dünne Hühnersuppe und eine kleine Portion Milchreis bekommen hat, habe ich die Feierlichkeit natürlich längst schon wieder verlassen. Natürlich nicht, ohne mir mit der feschesten Serviererin ein Treffen am Christkindlmarkt ausgemacht zu haben. Manchmal, wenn ich ein bisschen zu viel getrunken habe, sticht mich allerdings der Hafer. Ich gehe wieder zurück zum Tisch, schlag mit dem Löffel an mein Weinglas, bitte um Ruhe und heute kleine Rede. Sehr geehrter Herr Direktor, liebe Kolleginnen und Kollegen, wieder liegt ein Jahr erfüllt mit Arbeit und Leistung hinter uns. Viele von uns sind schon sehr lange in unserem Unternehmen, einige etwas kürzer und ein paar gerade erst. Aber wir alle sind uns einig, wir sind stolz darauf, daran mitwirken zu dürfen, dass es vorwärts geht und wenn uns auch manchmal der Wind ins Gesicht bläst, aber voll herrscht. Ich sage Ihnen hier und heute,
Es gibt keine Schwierigkeiten, es gibt nur Menschen, die was welche machen. Auf jeden Einzelnen kommt es an, deshalb sind wir eine große Familie, insbesondere bei dieser schönen Weihnachtsfeier. Somit erhebe ich mein Glas und trinke auf unsere Zukunft mit dem Bekenntnis, wir alle glauben an den Weihnachtsmann. Prost!